Eigentlich müssten meine Tage viel mehr Stunden haben. Es gibt immer so viel zu tun. Ich bin Ehefrau, Mutter von 6 Kindern und 2 Adoptivkindern. Außerdem bin ich Bäuerin, Ausbildnerin, Lehrerin und Gewerkschafterin bei der Bauerngewerkschaft SINPA. Als eines von 10 Kindern bin ich in einer Bauernfamilie aufgewachsen. Ich fühle mich mit der Erde sehr verbunden. Unser Land wird von den Frauen ernährt. Doch sie haben kein Recht auf Landbesitz und haben nichts zu sagen, wenn Entscheide getroffen werden, auch wenn sie die Felder bewirtschaften. Ich engagiere mich bei SINPA, damit wir Frauen gehört werden. Die Förderung und die Unterstützung der Frauen ist inzwischen ein Ziel der Gewerkschaft. In unserem Dorf bin ich Verwalterin der Solidaritätskasse. Dank den Zinsen der günstigen Darlehen können wir Bauvorhaben finanzieren und die Schulausrüstung für unsere Kinder kaufen. Davon profitieren 41 Frauen. Sie betreiben einen Laden mit Vorräten und eine Kaninchenzucht. Mit dem Einkommen können sie ihre Kinder in die Schule schicken. Während der Trockenzeit unterrichte ich andere Frauen in Haushaltsführung, biologischer Landwirtschaft und in Konfliktbearbeitung. Außerdem lehre ich sie lesen und schreiben. Ich habe viel über die biologische Landwirtschaft gelernt. Früher baute ich unter staatlicher Führung Baumwolle an. Doch der Einsatz von Chemikalien und Pestiziden war teuer und schlecht für den Boden. Für viele bin ich ein Vorbild geworden. Sie sehen, dass man auch als einfache Landfrau etwas erreichen kann. Mein Mann unterstützt mich. Er ist sehr stolz auf das, was ich erreicht habe.